Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und wir wollen über die Lage in Deutschland reden. Es ist alles nicht so doll, wie wir uns das erträumt haben. Ganz abgesehen davon, dass die Frauen bei der Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden sind, trug auch nicht zur guten Stimmung in Deutschland bei. Aber jemand, der immer gewarnt hat vor einer Entwicklung, so wie wir sie jetzt haben, der ist heute unser Gast, nämlich Dr. Thilo Sarrazin. Herzlich willkommen. Ja, danke. Sie schreiben ja schlaue Bücher und früher waren Sie Finanzsenator der Stadt Berlin und bei der Bundesbank und in der Bundesregierung und wo auch überall, ich will es gar nicht aufzählen. Schön, dass Sie heute da sind. Danke. Sie haben vor ein paar Tagen einen Leserbrief geschrieben, keine gute Entwicklung in der FAZ. Und da habe ich mich gefragt, was meint er denn? Und die Frage stelle ich Ihnen jetzt auch, keine gute Entwicklung, bezieht sich das auf die gesamte Bundesrepublik oder nur auf Berlin oder auf Ihr persönliches Empfinden? Ja, das war ja ein Zitat aus dem Leserbrief, der dann zur Überschrift wurde. Am Ende sage ich, wenn die Bürger halt dann keine Alternative mehr sehen, dann wählen sie die Alternative für Deutschland und das ist keine gute Entwicklung. Das war meine Aussage gewesen. Das heißt, dass das Versagen der politischen Parteien, insbesondere der CDU, CSU, Bedenken und offene Fragen bestimmter Art aufzunehmen und dazu adressieren, vor allen Dingen rund um das Thema Migration und Asyl, führen eben dazu, dass Menschen, die sich um diese Fragen Sorgen machen, letztlich keine Ansprechpartner finden und dann den Ansprechpartner nehmen, der sich eben zur Verfügung stellt. Aber Sie haben nur die CDU genannt. Ich sehe bei der SPD aber auch keine anderen Entwicklungen. Sind Sie noch Mitglied in der SPD? Ich sage jetzt mal so, von der Linkspartei, den Grünen und der SPD, da erwarte ich keine Einsicht mehr. Die habe ich im Hinblick auf also Demografie und Migrationsfragen mehr oder weniger aufgegeben. Die werden aus sich heraus also nicht die Kraft entwickeln, hier zu wirklichen Neuansätzen zu kommen. Deshalb muss man die Hoffnung haben, dass der klassische Partei der rechten Mitte, der Union, halt sich dieser Themen annimmt. Tun sie aber nicht. Da wird man aber auch enttäuscht. Und deshalb liegt das Thema Migration und Asyl liegt als politisches Waisenkind auf der Intensivstation und es fühlt sich niemand dafür ärztlich verantwortlich. Ja, aber das so kann es ja nicht gehen. Es muss doch eine Lösung irgendwo herkommen. Nein, Sie predigen seit Jahren eine andere Politik. Man muss den Mut haben anzuerkennen, dass das Leben auch dann weitergeht, wenn es keine Lösungen gibt. Da sage ich jetzt als naiver Wähler, was fange ich jetzt damit an? Wenn es keine Lösung gibt, werden wir eben weiterhin in hohem Maße Einwanderung aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus Afrika haben und das wird unsere sozialen Systeme auszehren und wird uns langfristig finanziell fordern, vielleicht auch überfordern und wird Deutschland der finanzielle, politische und moralische Kraft rauben, sich um andere Themen zu kümmern. Sie erinnern sich ja sicherlich an die Debatte um die sogenannte Kindergrundsicherung. Mhm. Da wurde ja jetzt über viele Monate wurde uns ja gesagt, was das doch für ein Skandal ist, dass also nach der 2 Millionen Kinder in Deutschland letztlich davon Grundsicherung abhängig sind. Und jetzt hat der Bundesanstalt für Arbeit mal diese Zahlen näher untersucht und dann stellt sich heraus, dass die Zahl der Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit, welche eine Grundsicherung bekommen, sich in den letzten 8 Jahren halbiert hat. Dass die Zahlen insgesamt konstant sind, liegt daran, dass mittlerweile die Hälfte der
der Grundsicherung für Kinder eben an bestimmte Migrantengruppen gibt. Das sind die Ukrainer, das ist jetzt ein Sonderfall, bedingt durch den russischen Überfall. Es sind aber eben auch der Syrer, Afghanen, Eritreer und so weiter. Das heißt, wir haben in Deutschland das Thema, dass unsere Sozialsysteme mehr und mehr belegt werden durch die Sorge für die Migranten, insbesondere für die Asylbewerber. Und das wird zu einem politischen Thema werden. Sie waren ja mal Finanzsenator und dann waren Sie auch bei der Bundesbank. Damals haben Sie davor gewarnt, vor dem Umtauschkurs bei der Deutschen Einheit. Das ist nicht richtig. Vor dem habe ich nie gewarnt. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber egal, lassen wir das ja. Mit dem Sozialsystem, das kommt mir vor wie so ein Gummiband, das man ausdehnt und irgendwann reißt es doch. Also muss denn die Politik tun? Diese Gruppen komplett aussperren von dem Bezug der Leistung oder was? Unsere Systeme sind so riesenhaft, dass das so schnell nichts reißt. Too big, too fall. Dann müssen wir sehen, dass wir bei einem Sozialprodukt von 3,5 Billionen Euro geben. Davon geben wir 1 Billion Euro rund 30% für soziale Sicherung aus. Und von dieser 1 Billion Euro, das geht in die soziale Krankenversicherung, geht in die Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, geht an Wohngeld, unterschiedlichste Leistungen, Asylbewerber, Leistungsgesetz, Grundsicherung und so weiter. Und davon gehen im Augenblick, jetzt nach meiner Schätzung, 70 bis 80 Milliarden über der unterschiedlichste Quellen letztlich an der Flüchtlinge und Asylbewerber. So, das ist eine Summe, die bringt jetzt Deutschland nicht um, aber sie fehlt im Straßenbau. Sie fehlt bei der Eisenbahninfrastruktur, sie fehlt bei einer modernen digitalen Verwaltung, sie fehlt bei der Ausrüstung der Bundeswehr, sie fehlt überall. Und das sind ja die Probleme, die jetzt auch im Augenblick unser Finanzminister Lindner hat. Er bekommt diesen Haushalt einfach nicht auf vernünftige Weise ausgeglichen. Weshalb er jetzt, um den optischen Haushaltsausgleich herzustellen, zu ganz absurden Maßnahmen greift. Jetzt wurden die Mittel für die digitale Verwaltung, die noch im letzten Jahr 350 Millionen betrugen, sollen im nächsten Jahr praktisch entfallen. Das gibt nur noch 3 Millionen. Das heißt, die Bundesregierung redet über digitale Verwaltung. Ja? Und das Geld, was sie dafür ansetzt, reicht nicht mal dazu aus, um veraltete PCs bei ihren Beamten auszutauschen. Also das heißt, wir kommen mehr und mehr in eine Lage, in der wir elementare Aufgaben nicht mehr vernünftig erfüllen können. Oder das ganze Thema Bundeswehr. Zu Zeiten der Bundeskanzler Brandt und Schmidt hatte die Bundeswehr 500.000 Soldaten, 5.000 Panzer, 12 Divisionen und kostete 4% des Sozialprodukts. Heute sind wir nicht mehr in der Lage, uns eine Bundeswehr für 1,2% des Sozialprodukts zu leisten. Die Zahl der Panzer ist von 5.000 auf 500 gesunken und die Hälfte von ihnen ist nicht fahrfähig. So, und statt 12 Divisionen haben wir keine anderthalb voll ausgerüsteten Divisionen. Wie der ehemalige, der Generalinspekteur des Heeres sagte, wir sind blank. So, und die Bundeswehr steht ja nun jetzt exemplarisch. Und vor anderthalb Jahren, als wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine man eine Notwendigkeit sah, etwas zu tun, hat dann eben Bundeskanzler der Scholz dann
dann ein weiteres Sondervermögen angekündigt von 100 Milliarden Euro. Was ist ein Sondervermögen? Ein Sondervermögen ist ein neuer, abgesonderter Schuldentopf, der aber nicht auf den Haushalt angerechnet wird, gleichwohl irgendwann getickt werden muss. Jetzt müssen wir ab dem Jahre 1928, jenseits unserer Finanzplanung, müssen wir tilgen, die der Mehrschulden, die wir in den Jahren 20 bis 22 aufgenommen haben für Corona und die Folgen, da müssen wir Schulden, müssen wir tilgen, 200 Milliarden Euro aus dem, also aus dem Wirtschafts- und Energiefonds, dann kommt der Klimafonds, der jetzt auch aufgebaut wird, und dann kommt das Sondervermögen. Insgesamt müssen zusätzlich zu allem Übrigen ab dem Jahr 1928 Schulden von der 500 bis 600 Milliarden Euro, die nicht im Haushalt veranschlagt sind, getilgt werden. Und die Ausgaben, die aus diesen Fonds getätigt werden, müssen dann ja überführt werden in den ordentlichen Haushalt. Der Bundesregierung benimmt sich wie ein Mittelständler, der sieht, dass sein Geld noch für die nächsten 3-4 Monate reicht. Und da muss er zum Insolvenzrichter gehen. Und der tut dann während dieser 3-4 Monate so, als ob alles in Ordnung wäre. Gibt noch ein schönes Betriebsfest und so weiter. Und der moralische Gang zum Insolvenzrichter ist bei der Bundesregierung im Jahr 1928 angesagt. 2028. Ja, 2028 angesagt. Bis zum Jahr 27 geht die geltende Finanzplanung. Und ab dem Jahr 2028 brechen aber auch all die übrigen Themen auf. Und wie das dann weitergeht, also ich könnte nach einer kurzen Werbepause, die wir jetzt machen, erklären. Das ist ja schauerlich und es ist kein Märchen, es ist nicht mal ein schauerliches Märchen, es ist Realität. Wir machen gleich weiter, kurze Werbepause, dann sind wir wieder da. Zurück in Standort Berlin mit Dr. Thilo Sarrazin, ehemaliger Finanzsenator von Berlin. Und wir haben gerade gehört, was bis 2028 auf uns zukommt. Das können wir gar nicht alles bezahlen. 600 Milliarden an Schulden summiert, türmen sich dann auf. Da geht man eigentlich vorher schon zum Insolvenzgericht. Aber ja, hier, die Regierung macht das nicht. Dann ist es so, das ist jetzt, der Staat kann da nicht insolvent werden. Wie ich schon vorhin sagte, es geht alles immer weiter. Aber man läuft in eine Lage rein, die nach allen Maßstäben also finanziell unaufgelöst ist. Und man macht die Augen davor zu. Und das ist das Problem. Bis dahin tut man so, als ob alles normal sei. Und man ist nicht in der Lage, die wichtigen Aufgaben, die anstehen, Bundeswehr, der Klimawandel bekämpfen, Infrastruktur ausbauen, ob Straße, ob Schiene, diese Aufgaben normal im Haushalt zu lösen. Dazu ist man nicht mehr in der Lage. Jetzt bin ich der Bundeskanzler und Sie sind mein Finanzsenator. Und er sagt ja, und was sollen wir jetzt tun? Das nächste Mal müssen wir uns ehrlich machen. Als ich im Jahr 2002 in Berlin Finanzsenator wurde, war mir zunächst meine Aufgabe, letztlich da die Dinge so zu beschreiben, wie sie sind. Und letztlich die politische Akzeptanz herbeizuführen, dass es so nicht weitergeht. Und dass dann, wenn man sich anhand der Zahlen ehrlich gemacht hat, kann man ja weiterschauen. Und da muss man fragen, was ist denn nicht in Ordnung? Und was nicht in Ordnung ist, das sehen wir, wenn wir den Bundeshaushalt meinetwegen des Jahres 1970, also von vor 50 Jahren, mit dem heutigen vergleichen. Damals hat der Bund investiert in die Bundeswehr, er hat investiert in die Verkehrsinfrastruktur. Die Sozialversicherung trug sich im Wesentlichen selbst. Es gab gewisse Zuschüsse für soziale Altlasten aus dem Krieg, Wiedergutmachung, Kriegsopfer, Fürsorge und so weiter. Der Bund hat sich nicht engagiert im Bereich Kultur, das war die Aufgabe der Länder. Er hat sich nicht engagiert im Bereich Bildung, das war die Aufgabe der Länder. Er hat sich nicht engagiert in
anderen Bereichen, die nicht zu seinen, originären Zuständigkeiten zählen. Wenn man sich den Bundeshaushalt heute anschaut, dann sieht man, es werden Milliarden ausgegeben für die Kultur. Claudia Roth sitzt auf einem Topf von 3,5 Milliarden im Jahr, mit denen sie dann irgendwo und ist gar nicht öffentlich, öffentlich auftritt, überhaupt keine Bundeszuständigkeit originär gesehen. Wir beteiligen uns an der Kitas, wir beteiligen uns am Programm für die Schule. Alles keine Bundeszuständigkeit. Die Bildungsleistungen waren in Deutschland viel besser, als sich der Bund überhaupt nicht um die Bildung kümmerte und das alles die Bundesländer machten. Mittlerweile kann man ja sagen, Bundesländer geben finanzielle Aufgaben an den Bund ab, fühlen sich nicht mehr richtig zuständig und alle Welt schreit, wenn irgendwo etwas fehlt bei irgendeinem Schulprogramm oder Ähnlichem. Man muss hier wieder zurück zu der klassischen Aufgabenteilung, sodass sich der Bund auf seine Aufgaben konzentriert. Aber ehrlich gesagt, das ist ja ein schöner Traum. Ja, gut. Wenn man das nicht gehen will, dann muss man sich ehrlich machen und muss sagen, dass wir uns diesen Umfang staatlicher Ausgaben halt eben mit diesen Abgaben und mit diesen Einnahmen so nicht leisten können. Es kommen ja andere Dinge hinzu, die vielleicht nicht so bedeutend sind. Der Bund hat insgesamt Stellen, also Beamtenstellen, Angestellten ohne Soldaten von 295.000. Diese Stellen sind in den vergangenen 2 Jahren um der sage und schreibe 10.000 Stellen gestiegen. Was machen die denn? Ja, damit füllt Olaf Scholz sein Kanzleramt. Man muss ja wissen, dass das Kanzleramt unter der Konrad Adenauer hatte einen Staatssekretär und 120 Beamte. Das Kanzleramt unter Bundeskanzler Kohl hatte da 2 Staatssekretäre, beziehungsweise einen, zwei Staatssekretäre und 350 Mitarbeiter. Mittlerweile hat das Kanzleramt der 4 Staatssekretäre, 2 Staatssekretäre und 2 Bundesminister. Im Kanzleramt neben dem Bundeskanzler und es hat über 1.000 Mitarbeiter. Und nun wird der Bestand ausgebaut, damit es vielleicht irgendwann noch mehr Mitarbeiter haben kann. Insofern, überall sieht man, wie sich die Stellen ausdehnen. Habeck hat 7 Staatssekretäre. Die alle 3 haben Leitungsstäbe. Das heißt, Habeck sieht ja immer nur Staatssekretäre. Der sieht ja niemals einen Beamten, der immer sagen kann, was Sache ist. Der Bundeskanzler Ludwig Erhard hatte einen Staatssekretär, Dr. Ludger Westrick. Der machte das 15 Jahre lang. Und das Haus hatte knapp 1.000 Mitarbeiter gehabt. Heute ist es mehr als doppelt so groß und hat einen völlig unübersichtlichen Leitungsbereich und einen Minister, der über vieles philosophieren kann, aber offenbar die Akten nicht richtig kennt. Sonst wäre es ja nicht so, wie es ist. Na, Beispiel, und ich sage das, Gebäudeenergiegesetz. Ich sage das, ich war mal in der Vergangenheit der Staatssekretär in einem Landesministerium in Rheinland-Pfalz. Ich war Landesfinanzminister, ich war viele Jahre lang also hoher Bundesbeamter, ich war Büroleiter bei also 2 Bundesfinanzministern. Als ich Büroleiter bei also 2 Bundesfinanzministern war, war meine Planstelle war die eines der Ministerrats A16.
für das habe ich die Arbeit getan. Heute ist dieselbe Stelle bewertet mit B6. Und statt eines der Ministerbüros, welches damals mit also Kabinettsreferat und Pressereferat vielleicht zusammen 8 bis 10 Leute zählte, mit dem das ganze Haus gemanagt wurde und mit dem wir also 4 Staatssekretäre managten, gibt es mittlerweile einen ganzen Leitungsstab, und auch die Zahl der Staatssekretäre im Bundesfinanzministerium hat sich weiter vergrößert. Also überall sehen wir die Tendenz, die oberen Apparate auszudehnen, mit dem Erfolg, dass die Minister gar nicht mehr an die Ebene derer, die jetzt wirklich die Fachkunde haben, rankommen. Das ist letztlich verwabert alles in einem politischen Dunstkreis. Ja? Wenn so eine Partei wie die AfD das anprangert und die Leute AfD wählen. Ja gut, das, was ich Ihnen erzähle, weiß ja keiner. Ich habe Ihnen das erzählt, weil ich natürlich ich das verfolge. Also der Büroleiter von Heiner Lindner hat meine alte Durchwahl 42-50, die ich schon 1982 im Bundesfinanzministerium hatte. Das hat sich nicht geändert. Bloß er steht jetzt eben einem riesigen Leitungsstab vor, ohne dass sich die Qualität der Arbeit in irgendeiner Weise verbessert hätte. Im Gegenteil, solch einen Haushalt, wie er jetzt der von der Regierung am 5. Juli verabschiedet wurde, den hätte es Anfang der 80er Jahre nicht gegeben. Da haben wir nichts vorgelegt, wo nicht letztlich nach der Lücken vernünftig geschlossen waren. Das ist ja... Ja, aber Sie machen mir ja und Ihnen wahrscheinlich zu Hause auch Angst. Ich kriege ja Angst davor, weil ich das Gefühl habe, so wie Sie es erzählen, dass die oberste Ebene der Minister gar nicht mehr weiß, was da eigentlich passiert. Ja, ich meine, es gibt ja sicherlich in diesen Häusern sehr viel tüchtige Beamte, zum Beispiel den erfahrenen Staatssekretär Werner Gatzer, der den Haushalt macht im Bundesfinanzministerium, ein sehr solider, gelernter Finanzbeamter. Aber letztlich, wenn es politische Vorgaben gibt, dass man dies machen will und das machen will und jenes machen will und das auch noch machen will, und das passt alles nicht zusammen, und es wird nicht politisch zusammengeführt, dann funktioniert es eben nicht. Und das ist wie in jedem Unternehmen. Wenn sich die Unternehmensleitung zu viel vornimmt, dann gerät das Unternehmen in Gefahr. Und letztlich diese Bundesregierung, das galt ja auch schon für die harte Vorgängerregierung, trifft nicht nur viele falsche Entscheidungen, wie ein Ausstieg aus der Kernenergie und Ähnliches, oder wie die Grenzöffnung im Jahr 2015, sondern sie nimmt sich außerdem zu viel vor im Verhältnis zu ihren Ressourcen. Und gleichzeitig schaut sie aber nicht, dass die Ressourcen vernünftig verwaltet werden. Nur ein Thema, die sogenannte Kindergrundsicherung. Wenn Sie sich die aktuellen Zahlen anschauen, in der Grundsicherung, dann ist der gegenwärtige Stand, das heißt ja mittlerweile Bürgergeld, dass ein Alleinstehender, der bekommt seine Wohnung bezahlt, der bekommt die Heizkosten bezahlt und der ist gesetzlich krankenversichert. Und außerdem hat er für den übrigen Lebensunterhalt 501 Euro im Monat. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es sind ja alle Grundkosten des Lebens, Wohnen, Heizung, Arzt sind ja bereits gedeckt. So, damit kann man also auskommen, wenn es auch nicht so üppig ist. Eine Familie mit 2 Kindern bekommt 1.785 Euro nach Wohnung, Heizung und Arztbesuch. Wozu soll ich noch arbeiten? Ja, und nun, da kann man nur sagen, das ist jetzt zu viel oder zu wenig. Das ist das geltende Recht ab 01.01.2023. Und auf diese und dabei schlägt jedes Kind mit 350 Euro zu Buche. Und auf diese doch insgesamt auskömmliche der Grundsicherung
möchte jetzt die Familienministerin von den Grünen, die Frau Paus, noch mal etwas drauf tun. Und das sollte 12 Milliarden Euro kosten. Und wie wir wissen, geht die Kindergrundsicherung ja nur noch zur Hälfte an deutsche Staatsbürger. Der Rest sind Asylanten und darüber so weiter. Darüber müssen wir verschärft nachdenken. Wir sind leider am Ende der Sendung, Herr Senator. Ja. Ich weiß, und jetzt wissen es alle, ja, die zugeschaut haben. Ja, und ich glaube, Sie müssen dieses Jahr nochmal kommen und das nochmal erklären, was denn im Laufe des Restjahres passiert in diesem Lande. Denn irgendwie, habe ich das Gefühl, steuern wir auf eine große Finanzkatastrophe zu. Kann das sein? Nein, leider nicht, sage ich. Gut. Weil solange der Staat kreditfähig ist, ja, kann er immer weiteres Geld aufnehmen. Ja, und er kann da auch Geld drucken und dann gibt es Geld. Ja. Genau. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, ja, dass Sie da waren. Dr. Thilo Sarrazin, ehemaliger Finanzsenator in Berlin, beschäftigt bei der Bundesbank, in der Bundesregierung. Und ich will jetzt nicht nochmal alles aufzählen. Ganz herzlichen Dank für die Aufklärung. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder mit Standort Berlin jeden Samstagabend auf diesem Kanal TV Berlin. Und danke fürs Zusehen heute. Tschüss.